Moin meine YouTube und herzlich willkommen zum Opening von dreimal dem Sealed Play Battle Kit Nr. 2. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind heute endlich mal dran mit den ganzen Dingern. Und ihr habt es ja auch schon hoffnungsvoll erwartet, dass wir daraus was machen. Wir haben ja vor einigen Monaten halt mein Video dazu gemacht. Könnt ihr hier oben nochmal checken, wo wir halt unter anderem die mit eingesendet bekommen haben, weil wir uns die reingeholt haben für ein Opening. Und ich habe euch ja nachher abstimmen lassen, was machen wir denn daraus? Und eure Antwort war darauf: Mach mal ein Mega-Opening, so. Ja, eigentlich wolltet ihr ein Turnier haben, aber das machen wir safe nicht, weil das letzte Mal, dass wir ein Turnier gemacht haben mit exakt diesem Set, lief das nicht so gut, weil die Views waren doch sehr grottig. Und daher habe ich gesagt, nein, machen wir nicht, wir machen das Mega-Opening. Das war halt Platz Nummer 2, ganz knapp dran, also ich denke mal, das ist fair. Und machen heute einfach alle von denen auf. Ein Set, was schon ein bisschen älter ist, glaube ich, einige kennen das vielleicht schon gar nicht mehr, weil es schon so lange out of print auch eigentlich ist. Konami hat ja mal die Zeit gehabt, wo sie halt so drei Battlepacks rausgebracht haben, von 2012, 13 bis 14. Und das ist halt das 2013er Set gewesen. Davon haben wir halt auch ein Display damals aufgemacht. Und ich habe davon noch, glaube ich, ein paar Booster auf einigen der Battlepack-Events, die es so als Public-Events gab, auf den Turnieren halt auch nochmal so ein paar aufgemacht, so on the go mehr oder weniger. Aber seitdem habe ich das Set mehr oder weniger auch gar nicht mehr in meiner Hand gehabt. Also das ist halt ja auch schon jetzt so 6, 7 Jahre her, dass ich das letzte Mal dieses Set aufgemacht habe. Und ich wollte mir dann jetzt endlich mal halt eine davon gönnen und dann kam uns auf einmal die Opportunität, dass wir einfach alle drei uns holen können. Und dann habe ich gesagt, ja cool, dann machen wir das und machen diese ganzen drei Dinge auf. Weil erstens haben die einen coolen Inhalt, nämlich jeweils so eine Götter-Playmat, die es halt nur in diesem Set quasi gibt. Und wir haben halt nochmal 10 Booster in jedem Pack davon für unser Opening. Das heißt, wir haben 30 Booster, das ist mehr als ein normales Display. Nee, ich glaube, normales Display hat 36 beim Battle Pack, wenn ich mich recht entsinne. So fast ein ganzes Display. Und wir schauen mal, was wir draus ziehen. Es ist ein etwas älteres Set mit anderen, ja, so Karten drin, die man vielleicht so nicht erwartet. Ich bin auch schon gar nicht mehr so sicher, was da so alles drin war. Ich lasse mich mal überraschen. Auf jeden Fall, was wir ziehen wollen draus, sind die Götterkarten. Die sind halt jeweils drin und vielleicht wäre das ja cool, wenn wir alle drei ziehen würden. Was sehr unwahrscheinlich ist, weil man ungefähr eine aus dem Display gekriegt hat, eine von den dreien. Aber ja, man kann sich auch mal hohe Ziele stecken und schauen wir mal rein, was wir draus bekommen. Und lass uns überraschen, was da noch so alles drin war. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nur an BP1 und BP3 erinnern. BP3 war nicht so geil. BP1 war mega. Dann würde ich sagen, steigen wir ein mit Ra. Und da könnt ihr euch auch nochmal hinten angucken, was da noch so alles draufsteht. So ein bisschen auch die Regeln. Das Interessante war dabei, wenn man halt so ein Battlepack-Turnier gemacht hat und sich sein Deck halt ausgestellt hat, zusammengebaut hat, also solchen Battlepack-Kits. Da gab es eine Sonderregelung in den Duellen, nämlich in den Duellen gab es halt quasi einen Mulligan. Jedes Mal, wenn man halt seine Starthand gezogen hat, zum Beginn des Duells, konnte man sich die angucken erstmal und sagen, okay, ist sie gut, ist sie schlecht, und dann konnte man sie halt unter das Deck legen und dann konnte man sich eine neue Hand zusammenziehen. Was eigentlich sehr, sehr cool ist für dieses Sealed Play, weil manchmal sind die Karten da halt doch schon ein bisschen komisch und funktionieren nicht so geil miteinander. Und das hat so ein bisschen cooler gemacht. Und ja, schauen wir mal, ob wir wirklich mal eine Götterkarte gleich daraus ziehen werden. Gott, ist das eng. Und ich bin gespannt, wie die Qualität der Matten vor allem ist, nachdem die so lange da drin eingerollt sind. Die sind auch unterschiedlich, auf unterschiedlichste Art und Weisen hier eingerollt. Deswegen, ich hoffe, dass die jetzt keine Knicke haben, aber die werden bestimmt sehr wellig sein, würde ich mal sagen. Ich nehme an, dass hier noch irgendwie eine Art von... Nee, man kann die direkt öffnen tatsächlich. Wow. Dann machen wir das mal auf hier von oben. Oh, ich wette, hier ist super Kleber dran wieder. Okay, die Matte kriegen wir raus. Und hier ist der Superkleber. Oh, nice, nice, nice. Das wird lustig. Ich weiß auch nicht ganz genau, ist es das allererste Set überhaupt in Yu-Gi-Oh! Gewesen, das unterschiedliche Arten von Booster-Designs gemacht hat für dasselbe Set? Also, danach hatten sie ja im Battle Pack 3, sind ja komplett ausgerastet und haben richtig viele unterschiedlichste Arten von Booster dort released. Hier waren das ja erstmal nur die Götterkarten. Holy shit. Guckt euch mal das an, Alter, wie das klebt. Oh mein Gott. Wir gucken uns erstmal die Matte an, bevor ich das abreiße. Habt ihr wenigstens gleich was Schönes im Hintergrund? Da haben wir... Oh ja. Die sind leicht geknickt. Nee, nicht mal geknickt. Die müssen einfach nur ein bisschen ausliegen, glaube ich. Und dann sieht das wieder cool aus. Hier haben wir den coolen Ra. Sehr cool. Ich finde das Design sehr cool mit diesem Schnitt so. Hier so ein bisschen Cyber-Style, noch weit vor Link Reigns. So mit den ganzen Daten und so. Interessant. Ich glaube, die kann man so als Combo rausnehmen, oder? Ja, die kann man so als Combo rausnehmen, dann muss man die halt so irgendwie hintereinander öffnen. Was ein bisschen weird ist. Und für alle, die vielleicht noch meckern, so, dieses Set ist nicht in Deutsch, keine deutschen Sachen auf. Ja, das ist ein US-amerikanisches exklusives Produkt, das gab es nie in Deutschland, deswegen könnt ihr noch so viel nach Deutschen suchen. Ja, das Display kriegt ihr, aber nicht diese Sealed Play Battle Kits, die gibt es nur in Englisch.
Und daher machen wir es auch in Englisch auf. So, boah, von diesem Kleber entfernt und hier ist dann auch nichts mehr. So, dann würde ich sagen, steigen wir ein und gucken erstmal in unseren ersten Booster hier von dem guten Ra rein. Ansonsten unterscheiden sich die Booster vom Inhalt halt nicht. Das ist halt random komplett und daher, was wir ziehen, werden wir dann sehen. So, wir haben Enemy Controller. Beast Machine King Barbaros Ur als Shatterfoil. Ist das? Ist das Shatterfoil? Nee, Shatterfoil war die Battle Pack 3. Das ist, wie heißt denn das? Mosaic Rare. Mosaic Rare, okay. Und dann haben wir Card Trader als Rare des Sets. Man kann sie auch Black Rare nennen, weil sie halt schwarz sind. Dodo Bot und Dark Resonator. Enemy Controller ist eine gute Kommen aus dem Set, würde ich mal sagen. So, ich versuche mir den Booster hier irgendwie zu befreien, weil ich will die eigentlich nicht hier... Oh Gott. Ich verstehe nicht, was die mit diesem Monsterkleber haben. Das System, wie sie es da haben mit dem Einhaken, das reicht doch schon, damit die Dinger da nicht rausfallen. Oh, ich muss mal noch ein paar Booster Mint hier aufmachen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viel ich lebendig durchgekriegt habe von meinem Original-Opening damals. Union Attack. Twin Sword Marauder als unsere Mosaic Rare. Und dann haben wir Jirak Titano als Rare. Dann haben wir Mythical Beast Cerberus und Autonomous Action Unit. Ich glaube, es ist hier auch so, wie es halt auch im Battle Pack 3 war. Es gibt ausgewählte Karten, die nur, glaube ich, in der Rarity Mosaic Rare sein können. Soweit ich mich erinnern kann, das gab es. Oder Mosaic und Rare sein können, aber nicht eine Common. Weil dann grundsätzlich kann jede Common, die in diesem Set drin ist, auch eine Shatterfoil bzw. Mosaic Rare sein. Und eine Rare kann halt auch als das vertreten sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Götterkarten, die gab es nur, glaube ich, in dieser besonderen Mosaic Rare Rarity. Wenn ich mich recht entsinne. Half Counter. Horn of the Unicorn. Ups, das ist falsch. Und dann haben wir nochmal Jirak Titano, Toon Gemini Elf und Bacon Saver. Bacon. Das ist cool. Wie ihr seht, auch sind es Ami-Karten, die sind sehr, sehr hell im Verhältnis zu unseren Karten. Jetzt mal Obelisk. Holy crap. So, ich bin hier mit voller Gewalt dran, ich krieg die nicht auseinander. Uiuiuiui. Und Gewalt ist halt auch keine Lösung beim Pack-Opening. Definitiv nicht, da muss man mit Gefühl machen. So, wir haben Strike Slash. Jaroid, oh, eine coole Sache, die kann nicht durch Kampf zerstört werden für solche Turniere. Und Evil Hero Malicious Edge als Rare. Steamroid und Blackwing Zephyrus the Elite. Das ist eine gute Kompen, den lege ich mal hier raus. Der ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, der Rest ist so jetzt nicht so krass, aber der ist halt cool. Den kann man momentan halt auch in einigen Decks spielen. Wie Lunalicht, eine gute Combo-Piece. Das ist halt immer eine so coole Combo-Piece, um halt entsprechende Karten, die man nicht normalerweise zurück auf die Hand nehmen sollte, zurück auf die Hand geben kann. Und das ist halt unter anderem halt in Lunalicht sehr beliebt. Seine einigen Pendelskalen zurückzugeben auf die Hand oder andere Monster, wenn man das gerade auch machen möchte. Kunai mit Kette. Curse of Anubis, sehr schön. Die hat, glaube ich, gar nicht so viele Prints gehabt, ne? Ich glaube, was war die? Pharaoh's Servant oder so? War die Ultra oder Secret Rare? Oder Ancient Sanctuary? Ist schon ewig her. Sehr cool. Und dann haben wir Bullblader. Eine Karte, die mal eine Zeit lang gespielt wurde in dem Format von Necros. Man hatte halt die Wahl, will man halt entweder irgendeine der Didi-Krieger-Monster spielen, um das Monster halt später zu banishen, oder möchte man es halt zerstören. Und war Bullblader halt auch eine Möglichkeit, weil die alle Krieger sind und die konnte man halt suchen entsprechend. Weil ich glaube, die anderen sind wahrscheinlich auch noch drin, da können wir über die auch noch reden. Winged Rhinus und Sinister Serpent noch mit ihrem Originaleffekt, den sie auch hätte nie verlieren sollen, weil diese Karte einfach way too slow ist für heutzutage und verstehen nicht, warum sie dieses Erraten bekommen hat, genauso wie Goyo. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ah, so. Wir nehmen das nächste Pack. Ich denke, die Slifer-Packs gehen viel besser auf. Oh, Forbidden Dress. Ich glaube, genau, jetzt Forbidden Dress war ja mittlerweile rausgekommen hier. Und ich glaube, im nächsten Set kam dann noch der verbotene... Was war denn das? Forbidden Scripture oder so, das verbotene Buch-Thing. Und davor waren es halt die anderen verbotenen Karten. Das heißt, in jedem dieser Sets sind immer diese verbotenen Karten mit drin. Das finde ich ganz lustig. Dann haben wir hier Gene Warped Warwolf als... Unsere Shatterfoil. This Warwolf was given incalculable strength through horrific genetic manipulation. Its gentle nature was completely wiped out and it now lives only to unleash destruction. Pyrotech Mech, Shiru, Drillroid und Embodiment of Apophis. So, bisher sind die Karten hier, die wir so draus ziehen, nicht unbedingt so krass knorke, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich ganz gute Erinnerungen, dass das Set halt sehr cool zum Spielen war auf jeden Fall. Vielleicht nicht zum Sammeln, aber zum Spielen war es auf jeden Fall, fand ich es besser auch als Battletech 3.
Battle Pack 1 war sowieso nuts. So. Öffnen einen. Ra. Horn of the Unicorn. Violent Prism, das ist cool, das ist eine gute Karte, ist ein guter Vierer-Tuner gewesen lange Zeit, eigentlich mit einer der besten gewesen, vor allem weil er halt, dadurch, dass er Donner war, konnte man ihn halt ein bisschen in Kombos spielen und weil er Licht war, konnte man halt Kombos machen und der war halt nur so mit der Beste, weil früher haben alle Vierer irgendwelche nachteiligen Effekte gehabt, heutzutage so, niemand interessiert das, die haben mittlerweile alle gute Effekte. Und Superconductor Tyranno, das ist ein sehr, sehr guter Dino. Mythical Beast Cerberus, na, kennt ihr die noch? Die gibt's auch als Pendel mittlerweile und Metal Reflect Slime. Gott, diese Karten, Alter. Guckt euch das mal an, wie das aussieht, Alter. Das kommt so aus dem Text. In diesem scheiß Kleber. Aber das ist nicht so schlimm. Die sind halt nicht irgendwie so kaputt. Das heißt, wenn man die länger liegen lässt, dann sind die wieder glatt. Das ist halt kein Knick oder so. Die benden halt so ein bisschen. Aber das liegt auch ein bisschen auch an Transport. Ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass da nur jetzt dieser komische Kleber da am Agieren ist. Ich glaube, die sind alle so, egal, Kleber oder nicht Kleber. Draining Shield, Winged Rhinos, Silver Valley, auch eine interessante Karte gewesen. Für langsamere Decks damals, ein paar Karten zu ziehen, das war sehr cool. Und dann haben wir nochmal einen Gene Warped Warwolf als Common und Mausoleum of the Emperor. In diesem Set gab es keine Exclusives, glaube ich, TCG-Exclusives, so wie es dann im dritten gab. Da gab es ja dann extra designte Karten für entsprechend dieses Set. Unter anderem war ja Typhoon damals mit dabei. In dem nächsten Jahr. Und ja, so, schauen wir mal. Enemy Controller, Ancient Gear Golem, sehr cool. Dark Valkyria, sehr cool. Das ist ein guter Vanilla. Ich glaube, auf ihren extra Normals haben, kann sie danach ein Monster auf dem Spielfeld, glaube ich, zerstören irgendwie. Das war, glaube ich, ganz cool für einen Spellcounter. Ape Fighter und Plague Spreader Zombie, das ist eine sehr coole Kombo. Auch wenn die mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so krass ist. Kaum, ich glaube, es spielt fast gar kein Zombie mit Deck mehr, diese Karte. Ich finde die trotzdem cool. Damals war die halt sehr teuer gewesen auch und eine Karte, die halt viele Casual-Spieler spielen wollten, weil vorher, glaube ich, war sie immer nur Ultra-Rare und Ulti, glaube ich, aus dem Original-Set. Aus irgendeinem der 5D-Sets. Dann haben wir Forbidden Dress. Call of the Haunted. Sehr schön für dieses Format. Truckroid. Alexandrite Dragon. Many of the Sars Lost Jewels can be found in the scales of this priceless dragon. Its creator remains a mystery, along with how they acquired the imperial treasures. But whosoever finds this dragon has hit the jackpot, whether they know it or not. Und Time Machine. Ach, diese Karte. Okay, wir sind jetzt mit dem ersten Display quasi durch. Dann würde ich sagen, legen wir mal die Karten ein bisschen zur Seite und holen uns gleich die nächsten Kollegen dran, das wird jetzt der gute Obelisk sein. Den haben wir hier am Stissel. Ich glaube, den nehmen wir mal wieder das Messer, weil das ist deutlich einfacher, weil das doch sehr tight verpackt ist. Und entpacken den dann gleich mal mit. So. Und dann haben wir gleich zwei Matten und dann können wir quasi unsere eigene Opening-Matte mit denen darunter oder darüber ersetzen. So. Steht hier sogar nochmal, was hier alles drin ist. Mhm. Alle Karten hier, und drei Karten gibt es nur als Mosaik, weil das heißt, das sind die Götterkarten, die hier drin sind. Sehr cool. Insgesamt 215 Karten. Nee, das müssen ja 165 sein und. Also mit plus die Rare-Karten. Okay. Gibt's noch Rare-Exclusive dann? 50 Rare-Cards. Was ist das wieder für eine Mathematik hier, Konami? Okay, es gibt spezifische Rares und dann gibt es halt Mosaic-Rares. Die können halt entweder eine Rare oder eine Common sein insgesamt. Und dann gibt es entsprechend halt noch die entsprechenden drei Komplett-Exclusive-Karten. Okay, schauen wir uns erstmal die Matte an. Da haben wir jetzt den guten Obelisken. Oh, die sehen so cool aus. Die habe ich bisher noch nie in Real Life gesehen. Oh, sehr, sehr schön mit dem Rot, muss ich sagen. Sehr schöner Kontrast. Passt sehr, sehr gut. Auch das Blau mit Ra, so als Kontrast, ist sehr, sehr cool. Machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen den Reiz nach oben. Und den Obelisken ein bisschen weiter nach unten. Ich glaube, die müssen nur ein bisschen chillen. Die sind überhaupt nicht geknickt. Das finde ich sehr, sehr gut. Wie riechen die eigentlich? Oh, die riechen immer noch brandneu. Sehr cool. Und dann haben wir jetzt hier unseren Obelisken als Hintergrund. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt erstmal wieder unsere Karten zurück. Und fahren mit unserem Opening fort. So. Indem wir halt wieder 10 Milliarden Booster hier irgendwie abquetschen. No. No. Kommt da raus, kommt da raus, kommt da raus. So. Gott. Das ist keine sehr, sehr tolle Opening Experience, die man hier hat. Mit solchen Sets. Zum Glück haben wir sowas nicht. Oi. Obwohl ich halt solche Sets per se ganz cool finde. Diese Verpackungsart ist es definitiv nicht.
So, da haben wir unseren Haufen an Slifers, so wie es aussieht, die hier drin sind. Und dann schauen wir mal, was wir daraus bekommen. Erstes Booster. Erste Auflage. Hat das Ding überhaupt einen Reprint jemals bekommen? Ist das sowas wie Starstruck Blast, was keinen Reprint bekommen hat? Weil ich habe das Gefühl, ich habe nie irgendwie Second Editions, also Unlimiteds gesehen davon. Reptilian Rage. Evocator Chevalier. Oh, wow. Eine alte Gemini-Karte aus dem Original Structure Deck. Was ja bald, hoffentlich auch bald bei uns dann mal eine Reloaded-Variante bekommt. The Golden Apples. Da glaube ich aus Storm of Ragnarok eine Secret Rare mal gewesen. Hedgeguard und Solar Wind Jammer. Eine Karte, die beliebt war in Maschinendecks. Ich glaube unter anderem auch in Karakuri, weil damit konnte man gut seine Plays damals öffnen, um nachher in seine ganzen Synchro-Plays zu gehen. Weil der, im Gegensatz zu dem Cyberdrachen, kann man den Spezialbeschwören, auch wenn man keine Monster kontrolliert, selber direkt im ersten Spielzug. Weil Cyberdrachen muss ja der Gegner mehr Monster kontrollieren als selbst. Man selbst, so ein oder mehr Monster, und man darf selbst keine kontrollieren. Was das halt auch im ersten Spielzug gleich live macht. Was sehr, sehr cool ist, wenn man selbst anfangen möchte. Power Frame. Dark Lord Desire. Und Guardian Angel Horn oder Joan. Ist die jetzt mittlerweile Noble Knight? Oder war das irgendwie so eine kleine Joan? Irgendwie die und der wie heißt denn der nochmal? Der Celtic Guardian. Irgendwie haben die irgendwas mit Noble Knights mittlerweile so halb zu tun. Little Wingard und Hero Merges, wenn ich mich recht entsinne. Es gibt ja noch die Heilige Johanna, das Fusionsmonster, auf dem die halt basiert quasi als Retrained-Variante. Karten kriegen ja gerne mal eine Retrained-Variante. So eine etwas bessere, mit ähnlichem Artwork, aber mit neuen Effekten. Impenetrable Attack, Earthquake, Earnhardt Parshad, sehr cool vor allem für solche Formate. Durchschlagender Kampfschaden, für jeden Kampfschaden gibt es einen Draw mit ihm. Das ist sehr, sehr schön. Sehr gute Karte für sowas. Violent Soldier und Cloning. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Geruchstest gemacht, aber diese Booster sind nicht alt genug, um unseren Booster-Geruchstest überhaupt zu bestehen. Lass mal reinriechen. Nope. Das riecht nicht nice. Nee, das riecht sehr, sehr, boah, neutralisch. Mirror Wall. Forbidden Chalice, sehr, sehr cool. Ist eine sehr, sehr coole Karte. Ist eine meiner Lieblingskarten aus dem Vorgängerset. Dark Lord Serato. Shocktopus und Mecha Phantom Beast Hamstrad. Der war ja auch hier, glaube ich. Tachyon Galaxy kam einen Monat vorher raus, glaube ich, oder zwei. Das kam ja so Mai, Aprilisch raus, 2013. Direkt Reprint. Hätten sie, glaube ich, Tetherwolf nehmen sollen. Ich glaube, der kam dann im nächsten Set, glaube ich. Leinenwolf. Big Bang Shot. Call of the Haunted. Sehr cool. Ancient Gear Golem. Goblin and Elite Attack Force. Und Revival Jam. Holy moly. So. Rising Energy, Ririoku, Earnhardt Parshad, nochmal, sehr cool, Hyper Hammerhead und Tiki Curse. Gott. Man kann es nicht mal so öffnen, das geht nicht. Das zieht dann den gesamten Booster zusammen. Das ist doch unglaublich hässlich. Holy shit. I hate this. So viel Klebe, wofür? Windstorm of Itaqua, Vylon Tetra. Frostosaurus, sehr cool, sehr guter Tribute für nur ein Tribut, 2-6, sehr gut. This monster's metabolism enables it to endure long periods of cold, harnessing the power to become a creature of solid ice. Nothing else can withstand such temperatures, especially victims of its glacial rampage. Violent Soldier und Reasoning, oh, das ist auch eine sehr coole Karte. Lege ich jetzt mal aber nicht raus. Bisher so krasse Highlights, so sind hier gar nicht drin gewesen. Also wenn, dann sind es schon die Götterkarten, wenn wir die ziehen. In verbogen, rare. Quasi. Forbidden Chalice, sehr schön. Power Giant. Reckless Greed, sehr cool. Damals auch eine Karte, beliebt gewesen in Decks wie Farins Finstere Welt und so. Und deswegen halt viel gefragt gewesen. Das war ein guter Reprint zu dem damaligen Zeitpunkt, weil viele halt die haben wollten, auch wenn die einige Structure Deck Reprints hatten. Sehr, sehr nett gewesen. Sehr cool. Samurai of the Ice Barrier. Yay. Und boo, Blackwing. Zephyros Daily nochmal. Das ist schön. Das ist schön. Im letzten Set, das war davor, in Battle Pack 1, gab es ja diesen tollen. Ich glaube, da war auch ein Obelisk dabei im Alternate Artwork. Und da war
die Fremdenführerin aus der Unterwelt drin. Das waren mal damals die Chase-Karten so unter anderem. Und halt natürlich sehr viele gute Reprints und sehr viele Staples. Die fehlen ja so ein bisschen, muss ich sagen. Aber noch viel mehr fehlen sie im nachkommenden Set. Also da war komplett dann gar kein Incentive mehr, das kaufen zu wollen. Nightmare Steel Cage, Dodo the Bot, Ernight Parshath, sehr cool, ich glaube, das ist der dritte, oder, in Rare? X-Dragonoot und Scapegoat. Sehr cool. Damals noch auf 1, heutzutage immer noch auf 1. Oder wieder auf 1, sagen wir es mal so. Eine Karte, die im Link-Format ziemlich, ziemlich gut geworden ist. So, dann kommen wir zum letzten Booster. Aus dieser Sealed Pack Play Battle Kit 2. Da haben wir Overworked, das ist cool. Das ist eine Karte, die sehr cool war von dem Reprint her, weil wir hatten im darauffolgenden Jahr, Anfang 2014, ein Format, wo diese Karte sehr beliebt worden, sehr beliebt wurde, aufgrund von Fire Fists, der Feuerfaust, weil die sehr viel mit Tanking gespielt haben und sehr viele unterschiedliche Angriffspunkte hatten, konnte man halt immer damit das gesamte Feld ballern von denen. Das war ein sehr, sehr cooles Side-Deck-Choice gewesen und sehr schön, dass sie hier schon mal geprintet worden ist. Die wurden nachher sehr interessant. Also die lege ich mal hier mit raus. Winged Rhinos, und dann nochmal ein Frostosaurus, Evocator Chevalier und Oracle of the Sun. Ah, noch mehr 5Ds-Karten. So, dann kommen wir zum gut und letzten Slifer, den Himmelsdrachen hier. So, ansonsten unterscheidet sich hier hinten auch nicht viel davon, außer dass hier dieselbe Werbung ist. So, dann haben wir zum Slifer, glaube ich, einen goldenen Hintergrund. Mal gucken, wie der so aussieht in echt, in real. Gibt es überhaupt Obelisk-Booster hier? Ich glaube, das ist nur Slifer und Ra-Booster, das eine Obelisk dabei, wow. Davon gibt es ja echt wenige. Gibt es auch einen Markt so? Gibt es da irgendwie so, oh, der Booster und der Booster ist der coolere, wenn man den irgendwie auf dem Markt kaufen will? Auf dem Secondhand-Markt, welches ist der seltenere? Dann nehmen wir nochmal den Haufen hier raus an Boostern. Und dann schauen wir uns mal diese tolle Matte an und legen die gleich hier mit rüber. Da haben wir den guten Slifer, den Himmelsdrachen. Oh ja. Das sieht cool aus. Das sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Mit diesem Gold. Ich glaube, das machen wir so, dass wir das jetzt erstmal hier drauflegen. Auch so ein bisschen eingeknickt, also nicht geknickt, so ein bisschen eingewellt. Das muss ich ein bisschen auslegen. Muss man vielleicht ein, zwei Wochen liegen lassen. Vielleicht auch nochmal die Matte waschen und dann sieht das wieder cool aus. Sehr schön, jetzt haben wir alle drei Götter hier mit am Start. Und dann schauen wir uns mal an, was der Rest hier so für uns zu bieten hat. In dieser Wahnsinns... Verpackung hier. Yay. Und oben ist da auch nochmal der Kleber. The Joy. Nummer 1. Und Nummer 2 folgt auf Schritt und Tritt. Wow. Vielleicht auch nicht. Na, guck mal, das noch, da haben wir zwei. Zweimal den guten Obelisken. Ach, so. Sehr cool. Und dann würde ich sagen, steigen wir erstmal mit der rechten Seite davon an und hoffen mal, dass irgendwo vielleicht eine Götterkarte mit dabei ist. Das ist unser Ziel! Uiuiui. Uiuiui. So. Wir haben im ersten Booster gefühlt nur Klebezeug. Ego Boost. Curse of Anubis. Pyrotech Mag Shiru. Gogogo Golem und Rope of Life. Ja. Gott. Die Intensität in diesem Raum steigt. Ririoku, Necrogardener. Sehr coole Karte. Zu dem Zeitpunkt noch beliebt in so Decks wie Lichtverpflichtet. Weil die damals halt sehr viel gemüllt haben und das war eine sehr gute Protection für die aus dem Friedhof, damit die halt ihre Monster nicht verlieren, weil damals halt so viel Effektzerstörung war noch nicht, so wie es heute war und das war eine sehr gute Karte in dem Deck. Und dann Beast, Machine King, Barbaros, Ur. Ja, das zweite Barbaros-Monster, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und mittlerweile wird es langsam zum Themendeck mit den kommenden Sets so ein bisschen so, okay. Irgendwas mit Ungeheuerkriegern halt. Du bist jetzt die Rare, ne? Das kann man auch, das Tolle ist, die sind auch. Wenn man das jetzt mal anschaut, die haben hier auch eine richtige Stanzung. Man fühlt das richtig, wenn, also die Rares, deswegen kann man die unterscheiden von den normalen hier zu Barbar Knight und Tiki Soul. Ich glaube, das ist so, wenn wir nochmal kurz hier raufschauen, dass im Gegensatz zu den Commons die Traps halt auch dann nicht die weißen Schriftzug haben, sondern halt den schwarzen, genauso wie Spells auch. Das heißt, da kennt man das halt relativ einfach. Bei den Monstern ist es ein bisschen schwierig, weil die üblicherweise halt auch schwarz haben. Ich glaube,
Das Einzige, wo es nicht der Fall ist, ist bei den Xyz-Monstern aus Battle Pack 1 und Battle Pack 3. Dort ist es grundsätzlich dann trotzdem auch eine White Rare quasi, könnte man sagen, weil dort wäre das unlesbar. Schwarz auf Schwarz ist halt unglaublich schlecht zu lesen. Und da haben sie es dann halt gesagt, da machen wir dann auf jeden Fall auch das Weiß. Aber ansonsten, der Rest ist halt so hier auch wie diese Vorgabe halt, dass es dann auch bei Traps und Spells entsprechend dann in der Farbe bleibt. Mirror Wall, Power Giant, Chaos Hunter, sehr cool. Eine Seite-Karte, die mal hier und da auftaucht, vor allem wenn ganz viele Decks unterwegs sind, die auf sehr viel Verbannung arbeiten, ist das eine gute Seite-Karte. Wirf eine Karte ab, spezialbeschwör sie, wenn der Gegner was spezialbeschwört, und dann können beide Spieler halt nichts mehr verbannen, und wenn der Gegner halt seine Taktik ist, damit er überhaupt spielen kann, kann man ihm damit direkt eine ins Gesicht geben. Golem und Embodiment of Apophis. Eine sehr gute Seite-Karte. Keine gute Main-Karte. Es sei denn, das Format erzwingt dich dazu, aber ansonsten, also Kombos sind da ja darüber jetzt nicht so krass viele möglich. So, das ist kein Kombo-Piece. So, wir haben Horn of the Unicorn, der ist die Gänne vorne. Big Shield Gardner, Pot of Duality, sehr schön. Damals noch ein bisschen wenig reprinted worden, ich glaube, relativ frisch in den Tints gewesen, vor weniger als einem Jahr zu dem damaligen Release-Zeitpunkt, wenn überhaupt. Und eine Karte, die sehr beliebt war in sehr vielen Decks, die halt Setup brauchen, die vielleicht nicht unbedingt im ersten Zug ausrasten müssen, weil damals war das halt nicht so der Fall, dass man halt direkt im ersten Zug gewinnt. Auch bei den ganz starken Decks, wenn man entsprechende Outs hatte, konnte man dann halt ein längeres Game damit spielen, und das war halt eine gute Setup-Karte, um dann die Kombo-Karten halt sich zusammen zu sammeln halt quasi. Und wird heutzutage halt immer noch gerne in etwas langsameren Decks gespielt, die nicht unbedingt direkt abspecialen müssen, wenn sie im ersten Spielzug tun. Gemini Elf und Dandelion. Sehr coole Karte damals gewesen, sehr cool mit Trümmerdrache und alles. Und heutzutage leider banned, weil, ja, der ist nicht einmal pro Spielzug und der kann halt gleich zwei Tokens generieren, die aus denen man halt sehr viele Link-Monster machen kann. Ist eine tolle Karte, nichtsdestotrotz. Ich finde den cool vom Artwork, ich finde den cool auch von der Story her. Der war ja, ich glaube im Anime haben sie den auch wirklich Dandelion oder so genannt. Auch wenn er eigentlich Löwenzahnlöwe heißt. Also das war sehr, sehr merkwürdig in der deutschen Übersetzung, dass der den dann wirklich so genannt hat. Der Jaden, und ja, das finde ich ein bisschen schade, dass der jetzt erstmal mit Synchros wurde halt richtig gut und mit Link wurde dann zu gut. Holy moly. Alter. Das ist Körperverletzung. Diese Verpackung ist Körperverletzung. Komm, eine Götterkarte. Impenetrable Attack zu Barber Knight. Memory of an Adversary. Card Trooper und Time Machine. Jetzt wird es langsam eng für uns. Jetzt wird es langsam eng für uns. Für unseren Götterwunsch. Für unseren Götterwunsch. Gott, die Obelisk-Packs gehen einfach nicht mint auf. Horn of the Unicorn schon wieder vorne. Blustering Winds. Dark Valkyria. Anarchist Monk Ranchen. Und Embodiment of Apophis. Dann kommen wir zu den letzten drei Packity-Packs. Vor Abschluss. Dann kommen wir vor allem mit den letzten dann da auch davon. Dann haben wir die alle griffbereit. Vor allem auch als Combo hier nacheinander nochmal. Ra, Obelisk, Slifer. Perfekte Reihenfolge. Als hätte ich das geplant. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe die einfach so sortiert, wie ich dachte, ich die sortieren will. Dann schauen wir mal an, was wir hier haben. Reptilian Rage, Frostosaurus, Cyber Valley, Drillroid und Necrogardner. Hier noch kein krasses Highlight. Next Pack. Also wenn ich jetzt mir so angucke, was da drin ist. Ja. Okay, also, es ist schon ein ganz schön tiefer Abstieg im Verhältnis zu Battle Pack 1. Und kein so großer Unterschied zu Battle Pack 3, muss ich sagen. Es ist einfach auch nicht sehr krass, muss ich sagen, von den Reprints und allem. Axe of Fools. Malevolent Nuzzler, sehr schöne Karte, mit der habe ich sehr viel Verbindung mit Machaweile zusammen, das war halt immer meine Equip-Karte damals, die ich immer an ihm ausgerüstet habe. Guardian Angel Joan, Ex-Draconaut und Tiki Curse. Letztes Pack. Sind die Götter mit uns oder sind sie es nicht? Wir sehen es jetzt beim letzten Pack. Ah, das wäre so cool, wenn wir einziehen würden. Cursed Armaments. Karte aus, glaube ich, Duelist Revolution. Miracle Locus. Reckless Greed. Ninja Grandmaster Sasuke und Mausoleum of the Emperor.
Ja, es sind bereits ein paar Tage ins Land gezogen, seitdem ich das Video aufgenommen habe. Und jetzt beim Aufräumen stellt sich fest, oder stelle ich fest, wir haben den Booster vergessen aufzumachen. Der ist uns entgangen. Yeah. Das, wie auch immer das passieren konnte. Ich muss nachher nochmal die Stelle finden, wo das genau passiert ist. Es muss einer der Frontbooster gewesen sein, weil vorne hat er... Ja doch, der hat hier Kleber. Ich glaube, das wurde abgerissen. Der ist einfach unter dem Müll verschwunden. Und auf einmal so, ich so, Moment, da ist was. Dann schauen wir mal, vielleicht haben wir ja doch noch Glück am Ende. Ah. So. Was haben wir im letzten Booster? Book of Moon. Nightmares, Steel Cage, Hyper Ancient Shark Megalodon, Hyper Hammerhead und Miracles Wake. Nope. Ja, können wir auch direkt zum Recap kommen. Ich muss sagen, pooltechnisch war das jetzt echt nichts Phänomenales. Also, das sind so ein bisschen die Highlights von den Garten, die wir allgemein gezogen haben aus dem Kommenhaufen. Dann haben wir hier die Rares. Das sind ein paar interessante Karten, die man so, wenn man einsteigt, ganz gut gebrauchen kann, glaube ich. Oder sich so ein paar unterschiedliche Arten von Strategien mal so ein bisschen anlesen will, wie unterschiedlichste Arten von Karten funktionieren. Dann haben wir hier nochmal unsere... Shatterfoils, da sind auch ein paar interessante Karten mit dabei, aber jetzt nichts, was einen heutzutage im Jahr 2020 irgendwie aus den Socken hauen würde. Das sieht nicht so krass aus. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen geblendet, glaube ich, durch die damalige Zeit gewesen. Auch wenn ich damals Student war und mir nicht viel leisten konnte, kam mir das Set irgendwie krasser vor, als es eigentlich im Endeffekt war. Es ist eigentlich ziemlich leicht unterdurchschnittlich, muss ich sagen, selbst für den damaligen Zeitpunkt. Und ich glaube, ich habe Battle Pack 2 ein bisschen zu viel Lob gegeben im Verhältnis zu Battle Pack 3, was da sehr viel getrasht worden ist von der Community für ihre sehr kreativlosen Inhalt. Bis auf die Götter, die wir jetzt auch nicht mehr gezogen haben, ist hier halt auch nicht sehr viel Fleisch, nachdem man zieren kann. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich Battle Pack an sich eigentlich eine sehr coole Idee und ich glaube, wenn Konami mal das irgendwie mal verfolgen möchte, dann sollten sie ungefähr diesen Weg einschreiten, den sie auch damals mit Battle Pack 1 beschritten haben, weil das war sehr interessant für viele Einsteiger und ein sehr cooles Set mit sehr coolen Reprints und einem sehr coolen System dahinter, wie man das spielen konnte. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Ich hoffe, euch hat diese ganzen Hintergründe gefallen, die wir hier geliefert haben zum Set und rund um die Spielweise zu der damaligen Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.